Hi, willkommen zurück bei Barbecue. Geil, aber günstig. Ja, ich habe mir ein neues Spielzeug geholt und zwar einen Pizzaofen-Grillaufsatz von der Firma Grillmeister. Ja, und den will ich heute mal ausprobieren. Den habe ich bei Lidl gekauft und dachte, ich nehme euch auf die Reise mit. Bleibt gespannt. So, ich habe das Ganze schon mal ausgepackt. Ja, der Pizzastein, der ist hier in so einer Schutzverpackung drin. Das Ganze ist also gut verpackt. Wir brauchen also nur hergehen, den Pizzastein einlegen. Dann ist der grundsätzlich schon fertig für die Pizzazubereitung. Hier noch ein paar Erklärungen. Wir haben hier ein paar Griffmulden drin, links und rechts, dass wir den vernünftig tragen können. Das aber bitte nur machen, wenn der abgekühlt ist, weil wenn der heiß ist, lässt er sich nicht anfassen, was ja nur normal ist. Ja, dann haben wir hier eine Wärmeanzeige, die zeigt drei Zonen an. Einmal die Warmzone, die Idealzone und die Heißzone. Ja, die Warmzone ist, wenn wir das Ganze vorheizen. Die Idealzone, wenn wir uns da drin bewegen. Ja, dann können wir schon die Pizza backen oder die Baguettes fertig machen. Ja, und in der Hotzone, ja, in der Heißzone, soll also heißen, hier ist es zu heiß, da brennt es an. Ja, da ist dann noch eine Bedienungsanleitung drin. Dort steht, dass man den Kasten mindestens eine Viertelstunde auf den Grill stellen muss, der auf ja, volle Lotte, Vollpower angemacht wurde. Und wir können ja anhand der Nadel sehen, ob wir dann den Grill später runterdrehen müssen oder auch noch etwas höher drehen müssen. Ja, dazu hole ich euch dann gleich wieder ab, wenn der hier auf den Grill kommt. Bis gleich. So, wir haben das gute Stück jetzt mal auf den Grill gestellt. Ja, den Grill habe ich auch gestartet auf stärkste Stufe. Und dann wollen wir jetzt mal eine Viertelstunde abwarten. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Nach einer Viertelstunde, wie weit da die Temperatur hochgegangen ist. Ja, in der Bedienungsanleitung steht noch drin, dass man den Deckel nicht zumachen darf. Warum auch immer. Ich denke, vielleicht wegen dem Wärmeanzeiger. Vielleicht geht der kaputt wegen dem Fenster, dass da zu viel Hitze entsteht. Nun gut, man darf es nicht, also machen wir es auch nicht. Okay, wir warten jetzt die Viertelstunde und dann hole ich euch wieder ab. So, jetzt sind 20 Minuten um und ja, die Anzeige zeigt immer noch warm an, nicht ideal. Aber wir wollen mal messen. Also wir haben im vorderen Bereich haben wir 203 Grad. Und im hinteren Bereich 240 ungefähr. So, und wenn ich mal von einem Backofen ausgehe und ich da eine Pizza machen oder ein Baguette machen will, reichen 220 bis 240 Grad aus. Ja, also die Anzeige, ja, die funktioniert schon mal nicht. Weil, wie gesagt, ja jetzt fast 25 Minuten um sind und der steht immer noch nicht auf Ideal. Naja, aber ich konnte mir ja weiterhelfen mit meinem Messgerät. Wie gesagt, 240 Grad werden mir im hinteren Bereich angezeigt, also schmeißen wir das Baguette mal rein. So, das Baguette habe ich ganz simpel gemacht. Ich habe mir ein Baguettebrötchen genommen, Ketchup drauf gemacht, gehacktes gewürzt, das Ganze mit Käse bestreut. Ja, jetzt warten wir mal ein paar Minuten ab und dann schauen wir mal, was es für ein Ergebnis ist. So, 10 Minuten sind jetzt um. Das Baguette war 10 Minuten drin, ich wollte es rausholen. Ja, da der Platz nach oben hin sehr begrenzt ist und ich mit meiner langen Kelle dahergegangen bin, habe versucht, das Ganze zu drehen, ist es natürlich umgekippt. Naja. Also Baguette schon mal suboptimal. Ich werde gleich da mal eine kleine Pizza machen und das Ganze dann mal mit der Pizza probieren. Weil wir sehen, das Ganze ist ein Test. Und von daher, naja, essen kann man es, aber sieht jetzt nicht mehr so doll aus, weil es umgekippt ist und ich das Ganze wieder draufgepackt habe. Gut, Test Baguette nicht bestanden. Wir gucken mal gleich, wie es mit der Pizza ist.
Die Temperatur ist nach, ja, ich sag mal, circa 30 Minuten immer noch auf warm. Steht noch nicht auf ideal. Laut Beschreibung soll das Ganze nach 15 Minuten auf ideal stehen. Gut, wir schauen mal weiter. So, mittlerweile sind 35 Minuten um. Ja, die Wärmeanzeige steht immer noch auf warm. Ich habe jetzt noch mal nachgemessen. Wir haben jetzt mittlerweile im hinteren Bereich 250 Grad, vorne so um die 210. Sind also 40 Grad zu vorne und hinten Unterschied. Mein Gut, das ist nur normal, weil vorne ja auch auf ist. Ja, ich habe jetzt noch eine kleines Stück Pizza reingetan. Ja, belegt ganz normal mit Tomatensoße, Bratwurst. Die Bratwurst war gestern vom Grillen übrig. Unter anderem müsst ihr das mal ausprobieren. Das schmeckt wahnsinnig lecker. Ja, und mit Käse. Ja, gewürzt mit Paprika, Knoblauch, ja, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Das war's. Gut, ich würde sagen, ich gebe der Pizza mal 6 Minuten. Dann schauen wir einmal nach. Also bis gleich. So, die Pizza war jetzt 7 Minuten drin. Ja, die Wärmeanzeige funktioniert immer noch nicht. Also die steht immer noch auf warm. Soll also heißen, die ist ohne Funktion. Nach meiner Einschätzung, wenn man den Grill 20 Minuten auf Vollpower laufen lässt, sollte es dann ausreichen, um dann Pizza zu machen. Ja, die Pizza sieht jetzt hier schon ganz gut aus. Und von daher würde ich sagen, ja, ich hole die mal raus und dann schauen wir mal. So, hier mal vorweg, wenn euch mein Video gefallen hat, dann klickt mal den Daumen nach oben. Ja, wenn ihr immer up to date sein wollt, dann klickt die Glocke, dann bekommt ihr mal das mit, wenn ich neue Videos einsetze. Ja, von daher würde ich sagen, habt viel Spaß. Ich probiere jetzt mal eben die Pizza. Der Pizzaboden ist, einen Moment. Oh. Der Pizzaboden ist knusprig, der Käse ist oben gut zerlaufen. Ja, mein Fazit zum Ofen. Also bei das Schulnotensystem von 1 bis 6. Eine 3 minus. Das ist mein Erfahrungswert jetzt, den ich gemacht habe. Bei dem Baguette, ja, darf man vielleicht nicht eine Kelle nehmen. Da muss man vielleicht mit einer langen Grillzange reingehen, um das Baguette zu drehen. Denn im hinteren Bereich ist immer mehr Hitze. Und deswegen muss das Ganze immer mal zwischendurch gedreht werden. Also wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht schlüssig. Also ich würde fast sagen, ein Fehlkauf. Ja, weil die Temperaturanzeige oder die Wärmeanzeige auch nicht funktioniert. Wer nicht so ein Gerät hat zum Nachmessen wie ich, wegen der Hitze, ja, das ist natürlich relativ blöd. Also von mir keine Kaufempfehlung. Ich würde sagen, lasst es sein. Aber die Pizza ist trotzdem lecker. Bis bald.